Shalom, Hayom. Guten Morgen. Heute hat's geklappt. Ich habe es geschafft. Ich bin pünktlich. Ich begrüße euch. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Lasst uns gleich beginnen mit Torah lernen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kirshanu b'mitzvotav v'tzivanu lasok b'divrei Torah. Amen. Wir sind immer noch in der Parascha Noach und wir wissen, dass Noach, als er in der Arche saß und schon das Wasser gesunken war und er dachte, jetzt ist es bald so weit, dass ich aussteigen kann, da ließ er erst einen Raben fliegen und dann eine Taube. Und schließlich kam die Taube zurück mit einem Olivenzweig im Schnabel. Und diese Taube ist natürlich ganz bekannt. Sie begleitet uns auch als Symbol bis auf den heutigen Tag, die Friedenstaube. Und unten drunter hier, auch bei diesem wunderschönen Bild, habe ich den Vers geschrieben aus Matthäus, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 6. Seid schlau wie die Schlangen und rein wie die Tauben. So, das hört sich doch sehr gut an und sehr geheimnisvoll. Und jetzt wollen wir mal gemeinsam betrachten, wie wir das alles zusammenbekommen mit der Noach-Geschichte. Noach, ich habe letztes Mal gesagt, Noach hat nicht mit seinen Zeitgenossen geredet. Das war natürlich schnell dahingesagt und das möchte ich jetzt präzisieren. Was bedeutet das? Er hat nicht mit ihnen geredet. Zuallererst, er missionierte sie nicht. Er stellte sich nicht auf die Straße und sagt, liebe Leute, kehrt um, denn das Gericht ist nahe, es kommt eine große Flut und bitte, bitte, hört doch endlich auf Gott. Nein, das machte Noach eben nicht. Natürlich redete er mit seinen Zeitgenossen. Er ging einkaufen und er sagte, was er haben will. Er grüßte mit Sicherheit seine Nachbarn. Ein kleiner Smalltalk vielleicht auch. Aber alles andere, das, was ihn betraf, das machte er nicht. Und das hatte auch einen sehr guten Grund. Wir erinnern uns, dieses Geschlecht, so lesen wir, das war ein verderbtes Geschlecht. Die ganze Erde war verderbt. Und ich denke, wir haben in dieser Woche schon viel darüber gehört, was das eigentlich bedeutete. Sie waren verderbt. Und Noach ließ sich da in diese ganzen Machenschaften nicht mit hineinziehen. Er machte nicht mit bei ihren schmutzigen Geschäften. Er machte nicht mit bei der Hetze gegen die anderen. Er machte nicht mit bei dem schlechten Reden über die anderen. So, auf diese Art und Weise redete er nicht mit ihnen. Ja, er lebte mitten unter ihnen. Er passte auf, er hielt sich rein. Auch das habe ich letztes Mal gesagt. Alle Anstrengung hat er darauf verwendet, eben Noach der Gerechte auch zu bleiben. Und das war viel Anstrengung. Wir lesen im Psalm 34, Vers 13: Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass vom Bösen und tue Gutes, suche dem Frieden und jage ihm nach. Und auch das ist ein Vers, der auf Noach passt. Er behütete seine Zunge und weit darüber hinaus, dass sie nicht Trug reden. Das ist die Sache, dass er nicht mitmachte bei ihm. Aber dann behütete er sie auch. Das werden wir gleich noch sehen, was das bedeutet. Vor allen Dingen hat er vom Bösen abgelassen und ist dem Frieden nachgejagt. So, also diese Welt, in der Noach lebte, wenn wir uns jetzt da noch einmal noch ein bisschen mehr hineinversetzen, umgeben von Boshaftigkeit, umgeben vom Bösen der Gerechte. Und wie überlebt man in so einer bösen Zeit? Wie überlebt man in einer Zeit der Schreihälse, wo das gilt, wer am lautesten schreit, der hat Recht. Und wenn es noch so böse ist, was macht man da? Und Jeschua gibt uns hier einen sehr, sehr guten Rat. Und der steht hier unter unserem schönen Bild. Seid schlau wie die Schlangen und rein wie die Tauben. Und vorher steht bei diesem Vers noch, siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten unter Wölfe. Ja, so schaut es aus. Und dann gibt es den Rat, seid schlau wie die Schlangen und rein wie die Tauben. Wie sieht das eigentlich aus? Wie
Schauen wir uns an, wie die Schlange ist. Die Schlange, sie flieht vor dem Sonnenlicht. Sie verbirgt sich, sie bleibt im Schatten. Immer unterm Laub, schön unsichtbar. Und genauso machte es Noach. Er stellte sich nicht in die Öffentlichkeit. Er stand nicht im Rampenlicht. Er stand nicht auf der Schlagseite der Zeitung. Nein, er blieb im Schatten. Er machte das, was Gott gesagt hatte, die Arche bauen. Und damit setzte er ein Zeichen. Aber ansonsten blieb er im Schatten. Dann zeigte er niemals, nicht er, sondern die Schlange zeigt niemals, wie gefährlich sie ist. Sie kommt nicht von sich selber und greift den Menschen oder ein anderes Tier mal eben an, sondern erst wenn Gefahr da ist, dann greift sie an. Und genauso macht es Israel. Niemand soll wissen, wie gefährlich Israel ist. Und dann heißt es, wir sollen schlau sein. Worin steht eigentlich die Schleue? Genau das richtige Maß zu finden, der Anpassung und vor allen Dingen der Worte. Schlau sein bedeutet nicht, dass man lügen muss, nein, oder auch nicht lügen soll, sondern schlau sein bedeutet, die Worte so zu wählen, dass kein anderer kommen kann und deine eigenen Worte gegen dich verwenden kann. Man achtet dann ganz genau auf alle Worte. Und ein wunderbares Mittel ist hier der Witz. Man verkleidet sozusagen das, was man erzählen möchte, in einen Witz. Und dann, okay, hat man halt einen Witz erzählt. Das war's. Auch das, was man weiß, hängt man nicht an die große Glocke. Und wenn einem eine Frage gestellt wird, dann antwortet man mit einer Gegenfrage. Weiter hält man sich fern von den Mächtigen dieser Welt. Denn wenn man an der Seite der Mächtigen dieser Welt steht, dann steht man ja wieder im Rampenlicht. Dann ist man nicht verborgen und dann riskiert man sein Leben. Dann ist man angreifbar. Und dann gibt es Neider, die förmlich danach suchen, wo man angegriffen werden kann. Die Schlange hat noch etwas ganz Besonderes. Sie häutet sich. Sie zieht also das Kleid an, was nötig ist. Hier gibt es also zwei Sachen zu sagen. Einmal, dass man sich eben einfach der Umgebung anpasst. Man fällt nicht auf. Und man zieht dann das Kleid an, was nötig ist. Wenn ich hier in Deutschland lebe, dann ziehe ich mich an wie ein Deutscher. Lebe ich in Afrika, dann kleide ich mich wie die Afrikaner. Und lebe ich in einem arabischen Land, dann kleide ich mich so, wie dort die Leute sich kleiden. Auch das dient dazu, eben nicht aufzufallen. Und das Zweite, was nötig ist, ist, dass man natürlich die Landessprache beherrscht. Und so gibt es auch die Halacha, dass man verpflichtet ist, die Sprache des Landes zu sprechen. Es gibt noch weitere Zeichen der Schlange. Die Schlange ist sehr, sehr aufmerksam. Auch wenn sie verborgen ist, bekommt sie doch alles mit. Sie weiß, was läuft, sodass sie dann ganz schnell reagieren kann. Auf alles reagieren. Und eine Sache fehlt noch. Die Schlange ist eine Jägerin. Eigentlich ist es so, dass es verboten ist, alle jagende Tiere zu essen. Nur friedliebende Tiere sollen wir essen. Aber dann sollen wir schlau sein wie die Schlange. Die Schlange ist ein Jagdtier. Da müssen wir gleich noch drauf zurückkommen. Fassen wir erst noch einmal zusammen, was die Schlange ausmacht. Es ist ihre Anpassungsfähigkeit, ihre Verborgenheit, ihre Schlauheit, ihre Aufmerksamkeit und dann ist sie eine Jägerin. Nach was soll man nachjagen? Im Hebräer 12 lesen wir Vers 14, jaget dem Frieden nach. Das ist es. Jaget den Frieden nach.
Und jetzt haben wir hier das Bild von der Taube und seid rein wie die Tauben. Also erst einmal die Reinheit der Taube. Worin besteht sie? Die Reinheit besteht darin, dass ich eben nicht lüge. Ich stehe zu dem Glauben an den einen einzigen Gott Israel. Ich darf nicht verleugnen, wer ich bin. Und die Taube ist eine Friedenstaube. Und auch wenn ich mich verkleidet habe, denn vorher heißt es ja, ich sende euch wie Schafe inmitten unter die Wölfe. Und dann stelle ich mich natürlich nicht als Schaf dahin, mäh, mäh, mitten unter den Wölfen, dann werde ich sofort gefressen. Nein, so nicht. Sondern dann bin ich sozusagen das Schaf im Wolfspelz. Und kann die Sprache dieser Welt sprechen, kann mit den Wölfen heulen, bin schier in zwei Welten zu Hause. Und ich bin aber da, um schlau zu sein wie die Schlange, wie die Schlange und rein wie die Taube. Also, ich suche immer den Frieden. Der Beutezug der Schlange, die verkleidet ist als Schaf im Wolfspelz und rein wie die Taube. Der Beutezug ist Frieden. Denn die Taube ist eine Friedenstaube. Und wie mache ich das jetzt? Inmitten einer verderbten Welt nach Frieden jagen. Jaget dem Frieden nach. Ja, ist nicht so einfach. Zuallererst geht es um mich selber. Denn das Reich der Himmel ist inwendig. Es geht darum, meinen inneren Frieden zu finden, ihm nachzujagen. Und wie mache ich das? Das mache ich, indem ich mich selber liebe. Denn nur wenn ich mich selber liebe, kann ich auch den Nächsten lieben. Und dann arbeite ich an mir. An meinem Charakter. Ich bilde die Eigenschaften Gottes in mir aus. Und dann finde ich Frieden. Tja, so war das mit dem Noach. All das hat er geleistet in seiner Generation. Und dazu sind auch wir aufgerufen, so einen Beitrag in unserer Generation zu leisten. Schlau zu sein wie die Schlangen, rein wie die Tauben und vor allen Dingen dem Frieden nachjagen. Frieden schließen mit uns selber. Frieden schließen mit Gott und Frieden schließen mit unseren Mitmenschen. Und dann werden wir auch ein Zeichen sein in unserer Zeit, in unserer Nachbarschaft. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Shalom, Hayom. Eure Gabi.